Das ist ein weiteres Video zur erwiesenen Verschwörung MK-Ultra, bei der die CIA beispielsweise ehemalige Nazi-Doktoren angestellt hat, um Menschenversuche, die sie bereits in KZs ausgeführt haben, weiter durchführen zu können, oder bei der unwissentlichen Personen LSD untergemischt wurde. Falls ihr das Video dazu nicht kennt, ist es bei dem i verlinkt. Das Video hatte nicht so viel Aufmerksamkeit wie meine sonstigen Videos, obwohl es einer meiner spannendsten und besten Videos ist. Ihr habt sicherlich schon mal folgenden Satz gehört. LSD? Spinnst du? Sowas nehme ich nicht, da springt man doch aus dem Fenster. Der erste Mann, dem das angeblich passiert sein soll, ist der CIA-Mitarbeiter Frank Olson. Ursprünglich wurde damals seiner hinterbliebenen Familie nach seinem Tod nur mitgeteilt, dass er aus seinem Hotelzimmer im 8. Stock gesprungen oder gefallen sei. 1974, ein Jahr nachdem MKUltra eingestampft wurde, wendete sich ein unbekannter, glaubwürdiger Informant an die New York Times, der über MKUltra Details Bescheid wusste, was dazu führte, dass die New York Times einen Artikel veröffentlichte, in dem sie von illegalen Machenschaften der CIA unter Präsident Nixon berichteten. Sonderlich ins Detail geht der Artikel allerdings nicht. Als Antwort auf diesen Artikel leitete die Regierung die Rockefeller-Kommission ein, der erste Ausschuss zur Aufarbeitung der MK-Ultra-Geschichte. Es war hier jedoch keineswegs der Plan, eine ehrliche, gewissenhafte Aufarbeitung zu betreiben. Man startete das Ganze nur, um entsprechende Untersuchungen des US-Kongresses zu verhindern. Nelson Rockefeller, der Leiter der Kommission, drängte gerade dazu, dass man hier wichtige Details weglässt, was dazu führte, dass man im Zuge dieser Kommission eine absolut verharmlosende Version der MK-Ultra-Geschichte an die Öffentlichkeit preisgab. Eine Person wurde aber bei den Zeitungsberichten zu dieser Aufarbeitung besonders hellhörig, und zwar der Sohn von Frank Olson. Denn in diesen Artikeln war auch die Rede von einem CIA-Agenten, der aus dem Fenster seines Hotelzimmers gesprungen ist, nachdem ihm LSD verabreicht worden war. Frank Olsons Sohn, Eric Olson, war sich beinahe sicher, dass hier von seinem Vater die Rede war, was sich dann später bewahrheitete. So viele Jahre nach seinem Tod erfuhr Eric durch einen Zeitungsartikel erstmals nähere Details über den mysteriösen Tod seines Vaters. Doch auch diese Version der Story befriedigte ihn nicht. Jahre investigierte der Sohn und stieß auf viele Unstimmigkeiten. Aus dem Fenster springen ist ja eine Sache, aber sein Vater soll aus dem geschlossenen Fenster gesprungen sein. Also theoretisch hätte er mit heftigstem Anlauf durch das Fenster springen müssen. Ich stelle mir gerade vor, wie es aussehen müsste, wenn sich wer umbringt, indem er durch ein geschlossenes Fenster springt. Das Leben macht keinen Sinn mehr. Kurz nach Franks Tod wurde auf dem Hotelzimmer noch ein Anruf gemacht. Es gab mehrere Hinweise, dass Frank Olson sehr verstört war über einige der CIA-Experimente und daher kurz davor war auszuplaudern. Einen Tag vor seinem Tod sagte er zu seiner Frau, dass er einen schrecklichen Fehler gemacht habe, kam aber nie dazu, mehr ins Detail zu gehen. Er war auch als jemand bekannt, der kein Blatt vor den Mund nahm und immer direkt seine Meinung raushaute, was der CIA natürlich ein Dorn im Auge war, besonders da er offenbar nicht mit den Experimenten einverstanden war. Des Weiteren fand man bei CIA-Akten die Study of Assassination, eine Anleitung, wie man am besten einen Mord vertuschen würde, die kurz vor Olsons Tod verfasst wurde, in der unter anderem empfohlen wurde, dass man das Opfer mit Drogen vollpumpen sollte, um ihn dann von einer Höhe von mindestens 25 Meter zu werfen, eine Beschreibung, die genau auf Frank Olsons Tod passen würde. 40 Jahre nach Franks Tod ließ Eric Olson seinen Vater ausgraben und erneut von einem Gerichtsmediziner untersuchen. Dieser stellte fest, dass die damalige Autopsie manipuliert wurde. In dem damaligen Bericht war beispielsweise von Schnittwunden durch das aus dem geschlossenen Fenster springen die Rede, die aber gar nicht auf der Leiche zu finden waren. Außerdem fand man an seinem Kopf ein Hämatom, was ebenfalls vermuten lässt, dass er zum Schweigen gebracht wurde. Die Todesursache wurde dann offiziell von Selbstmord auf unbekannt geändert. Ist es nicht interessant, wie die erste Erzählung von einem Dude, der angeblich wegen LSD aus dem Fenster gesprungen ist, in Wirklichkeit eher ein Mord der CIA gewesen ist? Man sieht hier auch klar, was für ein böses Potenzial Regierungen haben. Sie geben vor, eine Sache aufzuarbeiten, nutzen es aber eher, um Lügen und Halbwahrheiten zu verbreiten. Erst 1977, zwei Jahre nach der Rockefeller-Kommission, gab es weitere Anhörungen zum Fall MKUltra, weil plötzlich einige Akten von MKUltra aufgetaucht waren.
Eigentlich gab es ja den Befehl, alle Akten zu vernichten, aber einige Akten blieben verschont, weil sie falsch gelagert waren. Ein paar der Opfer von MKUltra haben im Laufe der Jahre Entschädigungszahlungen bekommen, aber keiner der Leiter des Projekts wurde so richtig zur Verantwortung gezogen. Sidney Gottlieb, der nicht nur einer der Hauptverantwortlichen von MKUltra war, sondern auch von der USA beauftragt wurde, gewisse Staatsoberhaupte mit Gift oder Viren zu töten, starb 1999 zu Hause an einem natürlichen Tod. In jenen Anhörungen behauptete er immer, dass er sich an die meisten Sachen von MKUltra nicht mehr erinnern könne und dass man im Grunde keinen Weg gefunden hat, die Gedanken von Menschen zu kontrollieren. Wobei heutige Verhörtaktiken US-amerikanischer Agenten zu einem großen Teil auch noch auf den MKUltra-Experimenten basieren. Da ja die meisten Dokumente von MKUltra vernichtet wurden, gibt es noch viele offene Fragen. Man weiß beispielsweise, dass der Leiter von MKUltra, Sidney Gottlieb, 2 Jahre in meiner Heimatstadt München gearbeitet hat, aber man weiß nicht im Detail, was er da genau gemacht hat. Außer, dass er da ein paar deutsche Zivilisten festgenommen haben soll, ohne dass da deutsche Behörden davon Bescheid wussten. Wenn man bedenkt, wie heftig die bereits gesicherten Fakten sind, gehen die Fantasien, was hier noch stattgefunden haben könnte oder auch noch stattfindet, sehr weit. Das, was ich jetzt alles zu dem Fall gesagt habe, ist alles erwiesen, aber es gibt auch sehr interessante Theorien, die MKUltra mit James Manson, der Ermordung von Kennedy oder dem Unabomber verknüpfen. Und diese Theorien und Indizien für diese Theorien würde ich gerne im nächsten Teil zu dieser Videoreihe vorstellen. Den nächsten Teil mache ich aber nur, wenn dieses Video mehr als 42 Likes und mehr als 80 Millionen Aufrufe hat. Abonniert diesen Kabal und checkt auch mal meinen neuen Kabal Open Mind Trompete ab. Mein Trompete.